Videopost von Krausini. Liebe Marmeladen-Oma, heute Morgen war ich zunächst wütend. In der YouTube-Zentrale in Amerika wurde geschossen, es starben Menschen. Und der Algorithmus dieser Plattform hat nichts Besseres zu tun, als einen mit einer Katze kuschelnden ApoRed in die Trends zu hieven. Doch als ich meinen ersten Espresso getrunken hatte, änderten sich langsam meine Gefühle und damit auch meine Meinung. Wir leben in einer Zeit des Infodiarrhö. Nachrichten fallen in atemberaubender Geschwindigkeit durch unser Hirn. Wenn wir es zulassen, schießt diese News-Soße aus Twitter, Facebook, Instagram und YouTube den ganzen Tag durch unseren Schädel. Der Gehalt dieser Nachrichten hält sich in Grenzen. Neuer Pulli, neue Reise, neue Katze, neuer Beef. Aber warum schreibe ich all dies dir, liebe Marmeladenoma? Nun, meine Großmütter sind beide schon lange tot und ich vermisse sie sehr. Ich vermisse ihr Wissen, ihre Ruhe beim Kochen, ihre Geschichten, ihre Liebe. All dies strahlen sie für Hunderttausende von Menschen aus. Sie sind ein Leuchtturm der inneren Ruhe, ein Kompass des Wohlbefindens. Sie verdienen 80 Millionen Abos. Herzlichst, Toni Krausini.